Also es geht zum Beispiel in diesen Spotlights um das immaterielle Kulturerbe, um künstlerische Strategien, Vergangenheit und Gegenwart miteinander in Kontakt zu bringen. Also ich will mal sagen, Ansatzpunkte, wie sich Kultur auch einbringen kann in den Transformationsprozess. Und beginnen wollen wir mit einem Ort, den es eigentlich gar nicht mehr geben sollte. Denn dieser Ort sollte dem Braunkohletagebau weichen. Sie wissen alle, der Braunkohletagebau endet nun doch früher als ursprünglich gedacht. Und Altmorschenich zum Beispiel, das direkt an der Kante allerdings schon des Braunkohletagebaus liegt, dieses Dorf wird eben nicht abgerissen, Teile davon sind abgerissen, sondern ist erstmal noch da. Und jetzt wird darüber nachgedacht, was denn damit passieren könnte. Immerhin, es wird nicht untergehen, sondern es bietet sozusagen einen Kristallisationspunkt für eine neue Entwicklung. Lennart Schminnes ist Stadtplaner und Strukturwandelmanager bei der Gemeinde Merzenich, zu der Morschenich nämlich auch gehört. Und in seinem Spotlight fragt er Morschenich, Altort der Zukunft zwischen bergbaulicher Inanspruchnahme und neuem Leben. Was wird aus dem geretteten Dorf am Hambacher Forst? Herr Schminnes, ich bin gespannt. Ja, vielen Dank, dass wir als kleine Tagebauanrainerkommune hier heute in dem großen Rahmen mitsprechen dürfen, mitdiskutieren dürfen. Und wir haben ja schon gehört, dass es ein spannungsgeladenes Themenfeld ist. Und Morschenich Alt, Sie haben es sehr schön angesprochen, ist ein Ort, den es gar nicht mehr geben sollte, Fragezeichen. Unsere Antwort ist darauf natürlich doch. Natürlich sollte es Morschenich Alt noch geben. Und was wird jetzt aus diesem Dorf, was so viel Spannung ausgehalten hat und die sich jetzt der Zukunft zuwenden wird? Dazu werde ich ganz kurz was sagen. Wo liegen wir eigentlich zu der Historie, zu den Strukturen, mit denen wir arbeiten? Wie wir bergbaukulturelles Erbe in diesem Kontext neu interpretieren möchten oder wie wir es schon tun, dann wie der Strukturwandel uns eben besonders betrifft und dann zu der Vision, die wir mit unseren Partnerinnen und Partnern gemeinsam entwickeln werden. Ja, wo liegen wir? Wir liegen an der Kante zum Tagebau Hambach, aber mitten im Rheinischen Revier und wir sind Teil der Gemeinde Merzenich vom Kreis Düren und der liegt natürlich genau zwischen diesen beiden großen Ballungsräumen. Und Morschenich ist eigentlich schon fast über 1000 Jahre alt, denn es war oder ist als erstes schon 1158 erwähnt worden als landwirtschaftliches Ackerdorf. Und letztlich kann man sagen, dass das eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch heute noch der Fall ist. Denn es ist ein landwirtschaftlich geprägtes Ackerdorf und es hat sich eigentlich über diese Zeit kaum oder nur wenig auch kulturell weiterentwickelt. Die Sitten und die Gebräuche, die man dort, sag ich mal, für Morschenich typisch waren, die haben sich natürlich mit der Zeit weiterentwickelt. Wir können das hier auch schön sehen. Nur sagen wir mal, die Umgebung, in der Morschenich liegt, die hat sich seit den 1940er Jahren massiv verändert. Eigentlich haben wir ab dem Start der Tagebaue auch einen starken Bevölkerungszuwachs gehabt, dass wir sogar bis über 200 Leute irgendwann in Morschenich hatten, die dann natürlich zugunsten des Tagebaus mittlerweile auch umgesiedelt sind in Morschenich neu. Deswegen haben wir jetzt diesen Ort mit Morschenich Alt fast gänzlich umgesiedelt dort stehen. 2020 wurde er durch den Kohleausstieg gerettet. Und jetzt haben wir städtebauliche Strukturen, die dort verweilen, die dort stehen. Und wir haben zusammen mit dem LVR eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Und dabei konnte man eigentlich sehr schön ablesen, dass sich die Strukturen seit über 100 Jahren vielleicht weiterentwickelt haben, aber die typische straßenbauliche Bebauungsstruktur, die wir für die Straßendörfer im Rheinischen Revier haben, die hat sich eigentlich im Kern nicht verändert. Und das ist, denke ich, auch eine Besonderheit, mit der wir besonders gut arbeiten werden.
Die Bausubstanz ist teilweise noch in einem guten Zustand. Wir sehen auch hier eine schöne Hofanlage, die super typisch ist eigentlich für alle Straßendörfer. Allerdings müssen Sie sich vorstellen, es sind auch einfach viele Umsiedlerinnen frühzeitig umgesiedelt worden und dementsprechend sind die Gebäude seitdem nicht mehr angefasst worden. Das heißt, einem Haus, was jetzt seit 10 Jahren, 15 Jahren leer steht, tut das natürlich nicht besonders gut. Besonders gut erhalten sind aber der überlieferte Bebauungsbestand, die Freiräume und die charakteristischen Blickbeziehungen. Zum Beispiel die Kirche ist eigentlich von überall im Ort wunderschön zu sehen. Und diese typischen Schnitt, den wir da unten sehen, den haben wir auch gemeinsam mit dem LVR, oder den hat der LVR für uns so schön künstlerisch angelegt, der es eigentlich sehr schön zusammenfasst, wie sich unser Dorf heute darstellt. Was ist unser bergbaukulturelles Erbe? Wenn wir an bergbaukulturelles Erbe denken, dann denkt wahrscheinlich jeder erstmal an die Kohlekumpel, die mit ihren Helmen unter Tage für uns unsere Kohle gefördert haben oder auch über Tage, damit wir alle genug Strom und Energie hatten für unsere Wirtschaft und unser Leben. Unser bergbaukulturelles Erbe hat sich aber in den letzten Jahren deutlich verändert. Und diese Bilder, die Sie dort sehen, sind für uns Teil von unserem bergbaukulturellen Erbe rund um Morschenich geworden. Ein anderer Anteil zum bergbaukulturellen Erbe ist natürlich, der mich als Stadtplaner natürlich besonders reizt, ist die gebaute Umwelt. Sie sehen dort unten in dem unteren Bild die typischen Wohnhäuser, die eigentlich um die 50er Jahre entstanden sind, die für alle Bergbauarbeiterinnen besonders ein Zuhause geboten haben, aber auch eine Identität gestiftet haben. Man hat sich einfach über dieses Einfamilienhaus, über diese Art der Bebauung einen gewissen Lebensstandard vorgestellt und hat sich darüber auch einfach über Jahrzehnte lang als Identität hat man sich damit, man hat sich eine Identität geschaffen. Wir hatten auch in den 50er Jahren auch einen Untertagebau, der war natürlich nur experimenteller Kultur, denn es hat sich dort einfach nicht gelohnt, diesen weiter zu betreiben. Aber wir können das sehen, dass auch dort ein richtiger Förderturm mal in Morschenich stand, der natürlich mittlerweile so weit in den Innenraum des Tagebaus gewandert ist, dass wir ihn leider nicht mehr sehen können. Aber es ist nach wie vor Teil unseres kulturellen Erbes. Ja, der Strukturwandel, der uns jetzt täglich beschäftigt, ist eigentlich, wie können wir jetzt als ein Ort, der zwar gänzlich umgesiedelt ist, aber noch komplett erhalten ist, eine Pionierrolle im bestandsorientierten Plan einnehmen. Denn wir haben die Kritik oder die Ausgangssituation schon gehört, dass einige Orte immer noch um ihr Dasein kämpfen müssen. Aber wir haben, denke ich, diese Situation, dass wir bestehen bleiben werden. Und deswegen müssen wir eine Pionierrolle im Rheinischen Revier einnehmen. Wir möchten auch für andere Tagebauer dabei natürlich ein Vorbild werden, aber eine Vorbildrolle nicht in einer von oben herab schaut, wie wir es gemacht haben, sondern eher, wir können zusammen einen Weg finden, wie wir gemeinsam die Tagebau- und Bergbaukultur im Rheinischen Revier bewahren können. Wir möchten gemeinsam mit unseren Partnerinnen ein Modellcharakter für die internationale Bau- und Technologieausstellung werden. Dazu haben wir die Initiative Bioökonomie-Revier, die einen Weg in eine, ja, futuristische Landwirtschaft zeigen soll. Wir haben die erste Agro-PV-Anlage im Rheinischen Revier gebaut. Wir haben die Verankerung dieses Potenzials für zukünftige Projekte gesehen. Und nun beschäftigen wir uns eigentlich damit, wie können wir reallabortechnisch die Zukunft unserer Bauindustrie umgestalten. Wir möchten, das Bauen im Bestand ist dabei unsere Strategie. Und wir möchten einen Blick mal darauf richten, dass eigentlich eine weitere endliche fossile Ressource in Baumaterialien liegt. Wir müssen auch dort ein Umdenken erreichen. Wir müssen auch dort uns bewusst machen, dass Baumaterialien fossile Energie beanspruchen und sie letztlich auch selber darstellen. Das heißt, wir müssen auch dort eine Abkehr von solchen Materialien finden. Gleichzeitig möchten wir natürlich das bergbaukulturelle Erbe, was ich Ihnen erläutert habe, behalten und es auch weiterentwickeln, damit es auch in Zukunft für alle Besucherinnen erlebbar bleibt. Und dabei möchten wir natürlich den Weg in eine nachhaltige Zukunft vorangehen. Was sind jetzt aber die Herausforderungen, die sich mir in meiner täglichen Arbeit dabei stellen
und von denen ich heute hier berichten möchte. Es ist natürlich ein Dekadenprojekt. Wir haben es gehört, es braucht wahrscheinlich mehrere Generationen, die sich mit diesem Projekt beschäftigen werden. Ich bin am Tagebau aufgewachsen und ich hoffe, dass ich mein Leben lang weiter hieran arbeiten kann, dass wir diese Perspektive gemeinsam schaffen werden. Es gibt aber bodenpolitische Fragestellungen, die einfach noch im Ungewissen liegen, wo wir noch nicht genau wissen, in welche Richtung wird es da gehen. Es gibt planungsrechtliche Unklarheiten. Ich habe es Ihnen erklärt, wir haben die erste Agro-PV-Anlage gebaut. Es war eigentlich nicht erlaubt. Wir haben förderrechtliche Ungewissheiten. Wir wissen nicht genau, wie man mit der neu aufgestellten Förderkulisse agieren muss. Und das findet sich alles, da bin ich mir sicher und da bin ich zuversichtlich. Aber momentan ist es natürlich schwer, sich in diesem Feld problemlos zu bewegen. Und wir haben umfangreiche Genehmigungsprozesse, die uns täglich und unsere Arbeit bewusst machen, dass wir viel Arbeit jeden Tag haben, wenn wir ins Büro kommen. Aber wir haben auch eine klare Vision, den haben wir mit unseren Partnerinnen, mit Neuland Hambach, aber auch mit RWE, mit allen Bürgerinnen und Bürgern, mit unserer Politik und vielen weiteren Akteuren erarbeitet. Wir möchten den Ort Bürgewald, angelehnt an den Bürgewald und den Hambacher Forst, gerne in diese Richtung entwickeln. Wir möchten ein Forschungs- und Lernort werden. Wir möchten einen wichtigen Baustein im Bioökonomierevier sein. Wir möchten wichtige, zirkuläre, kreislauforientierte Wirtschaftsansätze in Wirtschaft und Gesellschaft. Die Bauindustrie habe ich hierbei als wichtiges Beispiel schon angesprochen. Und wir möchten neue touristische Naherholungsräume zum neuen, einzigartigen, von dieser Dimension her gesehen, Tagebausee entwickeln und uns darüber eine neue Identität aufbauen. Ja, vielen Dank, dass Sie uns über den Ort der Zukunft zugehört haben. Applaus